Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Gäste, heute Abend live hier im Körperforum und im Stream aus dem Hamburger Hafen, aus dem Körperforum, zu einer neuen Ausgabe von Zweimal Hören unter dem Titel Keine Angst vor Sergejewitsch. Sie wissen, an dem Untertitel können Sie es ablesen, Ukraine and Beyond, dass dieser Abend einen ernsten Hintergrund hat. Denn Sie wissen auch, dass seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, der nun schon ein Dreivierteljahr dauert, wir in unserer Reihe Ukraine and Beyond mit zahlreichen Veranstaltungen unseren Blick auf dieses überfallene und gequälte Land richten. Neben dem Leid, das so viele Menschen dort durch den Krieg erfahren müssen, neben dem Zivilisations- und Rechtsbruch, hat dieser Konflikt auch eine breite Bewegung der Solidarität und Unterstützung ausgelöst und andererseits ja auch dazu geführt, dass wir im Westen die Ukraine intensiver überhaupt wahrgenommen haben. Für uns in der Stiftung war es ungemein bereichert, die kulturelle Vielfalt dieses Landes kennenzulernen, Gespräche mit den Künstlerinnen und Künstlern, die hierher geflohen sind, zu führen und gemeinsam mit Partnern wie dem Ukraine Institute ein entsprechendes Programm zu entwickeln. Unter dem Titel Ukraine and Beyond haben wir eine Veranstaltungsreihe im Körperforum initiiert und dort zahlreiche Abende mit ukrainischen Musikerinnen und Musikern veranstaltet und zu Gast gehabt. Wir freuen uns, dass wir mit diesen Veranstaltungen und auch mit unseren Künstlerförderungen und auch mit der Aktion 10.000 Kinderbücher in ganz Norddeutschland und darüber hinaus zu verteilen, die Community der geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer immer besser erreichen. Zudem ist es uns gerade in diesen Zeiten sehr wichtig, zumindest zu versuchen, den Austausch zwischen Künstlerinnen und Künstlern jedweder Herkunft aufrechtzuerhalten. So unterstützen wir aktuell die neue Produktion des russischen Regisseurs Kirill Serebrennikov, die am vergangenen Wochenende im Thalia-Theater in der Gaußstraße uraufgeführt wurde. Heute Abend folgen wir dem Konzept von Zweimal Hören. Denn es geht in unserer Reihe zumeist um zeitgenössische Musik, um Musik der Gegenwart. Heute mit einer der profiliertesten Komponistinnen der Ukraine. Ich freue mich sehr, dass unser Moderator, unser Guide durch Zweimal Hören bereit war, dieses Thema dieses Abends auf die Agenda zu setzen. Herzlich willkommen in unserer Runde, Raphael Rennecke. Raphael Rennecke ist uns als Körperstiftung schon lange verbunden, das wissen Sie, nicht nur durch seine Arbeit zu Zweimal Hören, sondern er hat auch in unserer Kooperation seinerzeit mit den Festspielen in Mecklenburg-Vorpommern mehrere sogenannte musikalische Salons mitgestaltet und war dort als Musikvermittler, Dramaturg und Kurator zu Gast. Im Hauptberuf ist er als promovierter Musikwissenschaftler Musikredakteur beim Kulturradio SWR 2 Baden-Baden und kommt von dort aus immer hierher gereist. Im vergangenen Sommer lud Raphael Rennecke die Hörerinnen und Hörer von SWR 2 zu klingenden Reisen in 8 verschiedene Städte auf der ganzen Welt ein. Kurze, spannende Trips in die Musik sind das geworden und dabei vollkommen klimaneutral. Sie sind alle noch auf der Website, also wenn Sie gerade in diesen düsteren Zeiten mal einen Hörtrip wagen wollen, sind Sie dazu herzlich eingeladen. Heute nimmt er uns mit in die aktuellste ukrainische Musik. Nochmals herzlich willkommen, Raphael, die Bühne gehört dir. Ja, danke lieber Kai für diese unverhoffte Werbung. Ich möchte heute mit Ihnen und mit Ihnen werben, meine Damen und Herren, verehrtes Publikum, für eine, ja, wie schon angedeutet worden ist, eine weitere Pionierin der ukrainischen Musik. Ich freue mich noch einmal in diesem Jahr mit Ihnen ukrainische Musik zu entdecken. Wir hatten Valentin Silvestrov im Mai gehabt, wir hatten Boris Liatoschinski im September gehabt, heute also Anna Sergejewitsch, die uns unser heutiger Solist ganz nahe bringen wird, weil er mit ihr zusammengearbeitet hat. Ich kann Ihnen heute 2 Sachen versprechen, bevor ich jetzt gleich Vitali auf die Bühne bitte. 2 Dinge: das Glück oder die Herausforderung, vielleicht vielmehr im ersten Teil die Herausforderung, in eine große Klanglandschaft einzutauchen, wird exakt 15 Minuten dauern.
Das kann ich Ihnen schon versprechen. Exakt 15 Minuten. Und ich kann Ihnen, glaube ich, auch in besonderer Weise heute versprechen, bei zweimal Hören ist es ja Programm, dass man beim zweiten Mal wirklich mit anderen, mit verwandelten Ohren hört. Heute bei diesem sehr ungewöhnlichen, herausfordernden, aber auch beglückenden Stück, wie ich finde, wird es in besonderer Weise so sein, dass wir das zweite Mal wirklich nach unserem Gespräch im Mittelteil mit anderen, hoffentlich auch geöffneteren Ohren hören werden als zuvor. Lassen Sie sich also überraschen auf das, was kommt, und geben Sie einen warmen Applaus für Vitali Chianitsia. Thank you.
Thank you.
Ja, Vitali, danke. Danke erstmal dafür. Ich kann dir nur gratulieren zu dieser wahren Energie und wir werden es merken, auch Gedächtnisleistung, auch wenn man das vielleicht kaum ahnen mag. Ich muss erstmal tief durchatmen, du vielleicht auch. Für mich war es ja schon das zweite Mal hören, nachdem ich bei der Probe heute Nachmittag Vitali zuhören durfte. Und es war für mich wirklich eine, auch jetzt beim zweiten Mal hören, eine außergewöhnliche, ungewöhnliche Erfahrung im schönsten Sinne. Und wir versuchen mal ein bisschen einzutauchen in dieses auch außergewöhnliche Stück, lieber Vitali. Aber zunächst vielleicht will ich dich kurz unserem Publikum vorstellen. Es ist ja ein besonderes Stück, das du mitgebracht hast. Eigentlich müsste ja noch eine zweite Person hier irgendwie sitzen. Du hast ja hier kommuniziert und dialogisiert, aber du hast einen Computer mitgebracht und ein Zuspielband. Aber wir können auch einiges Interessantes über dich erfahren und von dir erfahren. Du bist 30 Jahre jung, du bist in Kiew geboren. Du hast in Kiew Klavier studiert, Komposition studiert, unter anderem bei Alla Zagajkewitsch.
Da werden wir noch drauf eingehen. Bist dann aber nach Deutschland gekommen. Du hast beim Ensemble Moderne in Frankfurt angefangen zu spielen, also in einem der großen Vorzeige-Ensembles für neue Musik in Deutschland. Da bist du Pianist gewesen, hast dich dann in deiner Klavierausbildung vervollkommnet bei Niklas Hotsch an der Musikhochschule Stuttgart, also auch einem Experten für zeitgenössische Klaviermusik in Deutschland, und lebst seit ein paar Jahren in Berlin, hast deine eigenen Ensembles dort, lebst seit 5 Jahren in Deutschland und du spielst jetzt hier für uns ukrainische Musik. Kannst du sagen, was es für dich bedeutet, jetzt eben auch gerade dieses Stück für uns mitgebracht zu haben und für uns zu spielen? Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Es freut mich sehr, hier heute für diesen tollen Saal bei dieser tollen Initiative mitzumachen und für euch zu spielen. Und ich freue mich besonders, dass ich dass die Musik von meinem Land präsentieren kann und besonders die Musik von meiner Hochschullehrerin Alla Zagajkiewicz, die kenne ich seit 15 Jahren oder so, sogar mehr. Und ich freue mich sehr, dass ukrainische Musik, besonders ukrainische zeitgenössische Musik, mehr und mehr präsent ist in Europa und besonders in Deutschland, weil die ukrainische Musik leider bis seit ein paar Jahren nur integriert worden in sozusagen europäische Gesellschaft, musikalische Gesellschaft. Und freue mich sehr, dass ich mitmachen kann. Und dieses tolle Stück, das ganz selten gespielt wurde, natürlich, wir wissen warum. Ja, wir sind froh, Vitali, dass du uns die Ohren öffnest, dass du sowas mitbringst. In der Tat ist es ja so, dass die zeitgenössische ukrainische Musik neben dem, was wir jetzt natürlich auch viel gehört haben und zum Glück auch gehört und kennengelernt haben, Valentin Silvestrov, der ja auch der nach Deutschland fliehen musste und dessen Musik hier mehr und mehr jetzt auch erklungen ist, dass du sie mitbringst und dass sie hier jetzt mehr erklingt als zuvor. Falls Alla, die Komponistin, uns heute zuhören sollte, grüßen wir sie natürlich ganz herzlich. Sie ist in Kanada im Moment. Ich hatte das Glück, mich mit ihr auch ein bisschen auszutauschen im Vorfeld dieses Konzerts und du stehst auch mit ihr in Verbindung. Das ist das Schöne eben auch an zeitgenössischer Musik, dass man sich hin und wieder nicht rückversichern kann bei den Komponistinnen und Komponisten, aber dass man doch einen Austausch pflegen kann. Kannst du dich erinnern an deine erste Begegnung mit diesem Stück speziell, wann die war? Ja, ich glaube, das war 2012. Ich habe damals Klavier und Komposition studiert in Kiew, in Musikakademie. Und Alla hat mir vorgeschlagen, das Stück einfach anzuschauen und entscheiden, ob ich das spielen will. Und damals interessierte ich mich besonders in Improvisation und sozusagen freie Kompositionen, so freie Formen. Und ich habe das Stück vorbereitet für sie. Ich habe einmal gespielt und sie dachte, nee, es ist alles falsch, was du spielst. Du musst voll anders spielen. Und die Hauptsache, die sie mir gesagt hat, du musst nicht Klavier spielen, sondern versuchen, auf dem Klavier zu singen und zu phrasieren. Natürlich, wenn ich so spiele, denken sie, dass er singt gar nicht. Er einfach spielt laut und schnell, aber wenn man ganz gut zuhört, da gibt es viele Phrasen, die ich selbst aufbauen soll, aber die müssen quasi als Gesang klingen. Das war die erste Sache, die Alla mir gesagt hat. Und natürlich, das Stück soll nicht als eine Improvisation klingen, sondern als eine Komposition mit dem Mittel von Improvisation. Das war das Ding. Also ich habe das Stück 5-mal gespielt. Das ist, glaube ich, mein 6. Mal lange nie gespielt. Es gibt eine alte Aufnahme von vor 10 Jahren. Und wir werden heute mit Treffel sehen, wie das sich entwickelt hat durch diese 10 Jahre, oder? Ja, das ist sehr spannend. Also wir werden heute in diesem 2-mal hören, innerhalb dessen nochmal ein kleines 2-mal hören haben, indem wir nämlich die Aufnahme von 2012, die Vitali damals eingespielt und aufgenommen hat, auch dabei haben. Und in einem oder vielleicht 2 Ausschnitten hören wir diese Aufnahme von vor 10 Jahren mit dem, was sich seitdem
bei Vitali entwickelt hat. Und er ist ja nun eine Ebene dieses Stücks. Zuerst aber, Vitali, wollen wir in die grundlegende oder zumindest in die eine Ebene dieses Stücks hören. Und das ist die Ebene des Zuspielbandes, wie man früher gesagt hat, oder des Audio-Files. Einfach also der elektronisch produzierten, vorproduzierten Musik von der Komponistin vorproduzierten Musik. 2004 ist dieses Stück entstanden. Du hast es auf deinem Computer mitgebracht als Audiodatei. Und wir wollen einfach mal in die ersten zwei Minuten allein dieser Klang- und Geräuschlandschaft nochmal hineinhören und dann erstmal über diese Ebene, über diese Welt, über diesen eigenen Kosmos sprechen, bevor wir danach dann über das sprechen, was dann Vitali dann auch noch macht mit diesem Stück. Ja. Das waren jetzt die ersten zwei Minuten dieser Komposition. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist. Es wirkt auf mich zumindest sehr differenziert, wenngleich natürlich sehr heterogen, was da an Einzelereignissen zusammenkommt. Was hören wir da, Vitali? Was wird da uns vor Ohren geführt? Und vielleicht kannst du auch was sagen, wie ist es erzeugt worden? Ja, genau. Also das Erste, dass die ganze Aufnahme, das Zuspiel wurde auf einem Computer generiert. Das heißt, es ist keine Live-Aufnahme von verschiedenen Klängen. Das sind eine Sammlung von Naturklängen und Metall- oder mechanischen Klängen, die die Komponistin gesammelt hat und dann durch ein Computerprogramm quasi generiert hat. Das heißt, alles ist, klingt sehr, also es gibt viel, also es hat sehr viel gedauert, diesen Klang zu erreichen bei einer Komponistin. Und das ist ein großer Teil von der Komposition, das Zuspiel. Und das würde ich als Erstes sagen. Und das Zweite, das Wichtigste ist, für mich ist es nicht ein Stück für Klavier und Zuspiel, es ist ein Duo zwischen Klavier und Zuspiel, das heißt, mein Laptop oder das Zuspiel ist quasi mein Duopartner und ich soll mit dem Zuspiel quasi kontaktieren und einen Dialog haben, weil es gibt viele Stücke im Repertoire für Klavier und Zuspiel, wo du weißt, wo und wann du spielen musst, wo gibt es die Pausen, wo Klavier allein ist, wo Zuspiel allein ist. Und dieses Stück ist quasi ein Duett für Klavier und Zuspiel. Das gucken wir uns auch gleich noch an.
Ich finde es aber trotzdem sehr interessant. Zum einen natürlich, was du sagst, dass es wirklich alles computergenerierte Klänge sind. Also nicht so wie in der Anfangszeit der elektronischen Musik, wo Komponisten zum Teil mit Aufnahmegeräten in die Städte gegangen sind und Geräusche eingesammelt haben und die dann in ihren Kompositionen eingebaut haben. Nein, es ist schon sozusagen ein Schritt weiter. Die Klänge, die Assoziationen an Naturgeräusche haben sollen und Assoziationen an Blechbüchsen, gegen die geschlagen wird, sind sämtlich aus Computerarchiven und vom Computer zusammengesetzt und auch vom Computer erzeugt. Und wir müssen uns bewusst machen, meine Damen und Herren, ohne dass wir den Exkurs jetzt natürlich in die 50er und 60er Jahre des letzten Jahrhunderts machen können, früher klangen die ersten Stücke für elektronische Musik, also die reinen Stücke, klangen genauso wie dieses Zuspielband. Das waren also in sich geschlossene Geräuschklanglandschaften, die plötzlich natürlich was völlig Neues waren in der zeitgenössischen Musik und eben die Faszination, den Forschergeist der Komponisten widerspiegelte, sozusagen mit dem technischen, allein mit dem technischen Instrumentarium, also nicht mehr mit dem Atem zum Beispiel oder der Virtuosität von Instrumenten zu komponieren und Dinge zu erfinden, sondern wirklich sozusagen mathematisch, sozusagen nochmal als letzte Stufe zu dem seriellen und dem zwölftönigen und schon an sich sehr komplex gewordenen Komponieren, sozusagen an den Computer zu gehen und mit den Mitteln sozusagen der Technologie Stücke zu erschaffen, die dann auch eine eigene Poesie haben. Wir müssen sozusagen aber gar nicht jetzt in dem Falle von Alla Sergejewitsch in die 50er, 60er Jahre zurückgehen, auch wenn es in der Ukraine da auch schon, wie ich gelesen habe, erste elektronische Komposition gab. Nein, wir gehen zurück in das Jahr 1997 mit einem ganz kleinen Exkurs, um noch bei dieser Ebene zu bleiben. Wir sind hier in dem Studio für elektronische Musik in Kiew. Das sieht heute so aus. Das hat Alla Sergejewitsch 1997 gegründet. Eine erste Pioniertat, wenn ich sie vorhin als Pionierin vorgestellt hatte. Sie hat 1995, 96, nachdem sie auch in Kiew Komposition studiert hat, ist sie nach Westeuropa gegangen, ist nach Paris gegangen, an das dortige IRCAM. Das ist also einer der Hochburgen, noch immer einer der Leuchttürme für elektronische, elektroakustische Musik, wo wirklich geforscht wird. Also Pierre Boulez, Brian Ferneyhaus, Tristan Murail, die großen Komponisten der zeitgenössischen elektronischen Musik waren am IRCAM zugange und Alla Sergejewitsch hat sich dafür interessiert, hat da wirklich 2 Jahre lang ganz andere Luft von anderen Planeten, wie es Schönberg genannt hätte, geschnuppert und ist 1 Jahr später zurück nach Kiew und wollte eine kleine Kopie dieses IRCAM in ihrer Heimat in Kiew installieren. So sieht das heute noch aus. In Deutschland, in Frankreich, sah das natürlich schon in den 50er Jahren, 60er Jahren ganz anders aus. Sie sehen jetzt hier einen Pionier der elektronischen Musik in Deutschland, das Studio für elektronische Musik in Köln beim WDR, einer der Hochburgen in Deutschland, 1951 gegründet. Also wirklich unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der ersten Aufbruchsstimmung. In der Ukraine hat es lange gebraucht. Ich meine, die Ära Stalins hat ja schon lange davor gezeigt, dass zeitgenössische Musik einen schweren Stand hatte. Wir haben es bei Valentin Silvestrov erlebt. Aber es ist schon zum einen erstaunlich, dass es bis 1997 gebraucht hat, aber auch toll, dass Alla Sergejewitsch den Mut hatte, sowas zu machen, oder? Ja, leider bei uns, das Problem war, dass normalerweise die Institutionen wie die Hochschule oder verschiedene Akademie oder Kunststiftungen unterstützen aktuelle Musik und etwas Neues unterstützen die Künstler oder die Aktivisten, die etwas Neues machen wollen. Und leider bei uns hat es nur seit 1995 angefangen. Also die Ukraine hat die Unabhängigkeit 1991 gewonnen und ich glaube nur von diesem Zeitpunkt startete einfach diesen Weg für das eigene Künstler zu unterstützen. Und Alla war eine der Ersten, also wirklich die Erste, die Erfahrung aus dem europäischen Musik in Musikhochschule mitgebracht hat. Das war auch wichtig, dass die Hochschule war so unglaublich konservativ, die wollten gar nichts Neues, sondern lass uns einfach alte Musik spielen.
18. Jahrhundert, 19. Okay, ja, ein bisschen so Prokofjew, Schostakowitsch. Mhm. Und dann hat es zum Glück langsam gedauert, weil die neue Welle von ukrainischen Künstlern, die in Europa Erfahrung gekriegt haben, wollten das quasi mitbringen. Und ich war auch froh, dass ich habe 2012 in der Musikakademie in Kiew studiert und schon damals gab es viele Künstler und viele Professoren, die uns etwas Neues gezeigt hatten. Und also für mich Stockhausen war gar kein neues Ding, als ich 16 oder 17 Jahre war. Aber leider gibt es die Studenten in der Ukraine, die schon 30 Jahre alt sind und wissen nicht, was zeitgenössische Musik so lange existiert. Ich habe dir vorhin heute Nachmittag dieses Foto gezeigt, um mich zu versichern. Ist es das auch tatsächlich? Und du hast es natürlich sofort erkannt. Du bist da ein- und ausgegangen, zumindest ein Jahr hast du eben auch an diesem Studio für elektronische Musik studiert. Du hast ja, wie ich erwähnt hatte, Komposition studiert. Was macht man da zum Beispiel in dem Raum? Also man sieht ein Keyboard, man sieht zwei Standard-Lautsprecher. Das ist eigentlich ein Keyboard, da habe ich zum ersten Mal das Stück gespielt für alle. Und ja, da gibt es zwei Computer, ein Mischpult, ja. Zwei Lautstecker und ein bisschen noch Equipment. Jetzt ist es zum Glück ist größer geworden, ja. Und ich war nicht da, ich war da letztes Mal vor 5 Jahren, aber es war schon viel besser und viel mehr Equipment von verschiedenen Leuten. Und, aber am Anfang natürlich war es ganz schwierig, weil es gab einen kleinen Raum, keine Unterstützung von Hochschule und die haben gesagt, hier gibt es 20 Quadratmeter Raum, macht was ihr wollt und nichts mehr. Und alle sollte allein alles aufbauen und keine Finanzierung natürlich, alles von eigenen Mitteln. Und am Anfang war es schwierig, jetzt ist es viel besser. Ja. Also toll. Wir sehen hier das Keyboard, an dem du zum ersten Mal dieses Stück erprobt hast. Mittlerweile, du hast es angedeutet, steht dieses Studio für elektronische Musik in Kiew auf ästhetisch ganz breiten Beinen. Also dort wird mittlerweile alles unterrichtet, auch produziert. Field Recording, Sound Art, Sound Klang Collagen, synthetisch erzeugte Musik nur am Computer im Mehrspurverfahren. Ebenso wie eben Musik für Live-Elektronik und analoge Instrumente. Und da sind wir jetzt wieder bei unserem Stück, das eben diese Mischung eingeht und diese faszinierende Koexistenz dieser beiden doch sehr, sehr unterschiedlichen Welten zusammenzubringen versucht. Und Vitali, ich glaube, es ist jetzt wirklich tatsächlich eine interessante Erfahrung, was du schon angedeutet hattest, dieses Kammermusikalische, also dass du hier dieses Zuspielband, diese elektronisch erzeugte Linie wirklich als einen Partner begreifst, auf den du eingehst. Wir haben es ja an unfassbar vielen Klängen auch gehört, wie du fast auf klanglicher Ebene Gleichklang erzeugen willst, manchmal das dann auch kontrapunktierst. Das gucken wir uns nachher noch an. Aber ich finde es jetzt total spannend, nochmal die ersten 2 Minuten zu hören und zu hören, wie du sozusagen in diese Musik, mit dieser Musik interagierst. Genau, ich spiele jetzt nochmal den ganz Anfang des Stückes, 2 Minuten, und ich spiele das ein bisschen anders, ja. Thank you.
Also meine Damen und Herren, wir schauen uns gleich an, was der Vitali da gespielt hat. Lassen Sie sich nicht täuschen, das will ich Ihnen zuallererst sagen, dass er zwei Sachen hier nicht so offensichtlich mitgebracht hat. Eine Sache hat er gar nicht mitgebracht, eine Partitur, die gibt es aber sehr wohl. Und er hat auch nicht mitgebracht eine Uhr, die eigentlich auf dem Notenständer vorne stehen müsste, um überhaupt den Überblick nicht zu verlieren. Vitali ist so genial, dass er dieses Stück tatsächlich auswendig kennt und dieses Zuspielband auswendig kennt. Ihm reicht hin und wieder ein Blick auf den Computer, wo eine ganz kleine Sekundenanzeige weiterläuft. Also für mich ist es unglaublich faszinierend, dass zu dieser künstlich vorproduzierten Musik des elektronischen Parts hier plötzlich was unglaublich Agiles und Lebendiges und Individuelles als zweite Ebene dazukommt. Und das ist sozusagen ein etwas Drittes entsteht hier aus den völlig unterschiedlichen Ebenen, die aber doch in sich dann doch sehr ähnlich sind. Beide wirken sehr hoch, sehr differenziert, also sehr genau artikuliert, beide Ebenen. Und es entsteht aus diesem Dialog tatsächlich etwas Drittes. Vitali, ich frage dich natürlich gleich, was spielst du da und wie übt man sowas? Wie studiert man sowas ein? Aber es lohnt sich tatsächlich, erstmal einen Blick auf das zu werfen, was du da gerade gespielt hast. Das war jetzt die erste Minute. Wir haben ja zwei Minuten gehört. Und Sie sehen, es sieht zunächst auf den ersten Blick tatsächlich nach notierter Musik aus. Zumindest ist noch das Fünf-Noten-Liniensystem geblieben. Aber es fehlen die Notenschlüssel, das vielleicht als allererstes, die uns ja anzeigen, dass es sich hier um Tonhöhen handelt. Hier gibt es offenbar keine Tonhöhennotierung mehr, aber es gibt durchaus Zeichen, die noch so aussehen wie das, was uns vielleicht vertraut ist von Noten. Es gibt Notenhälse, Notenköpfe, aber dann auch sehr viel anderes, wo ich sagen würde, das sind Visualisierungen von Bewegungen, von Bewegungsgesten, Visualisierungen von Energiefeldern. Ja, genau. Also man sieht sofort, also am Anfang, Klavier hat eine Pause bis zum Sekunde 13 oder 15. Da muss Klavier ganz leise, Pianissimo, ungefähr so höhere Register anfangen. PP, genau. Auch eine ganz alte Bezeichnung. Und das Schwierigste bei dem Stück, man sieht ganz wenig, das ist eine Minute, ja. Das ist ganz viele Musik eigentlich. Aber man sieht ganz wenig Zeichnen und Anweisungen, was man machen kann. Und das Gefährt, dass man spielt sofort alles. Und dann bist du schon nur bei Sekunde 30 oder so. Dann musst du noch halbe Minute was machen. Und das Ding muss man wirklich sehr am Anfang reduzieren, was man spielt. Und über die musikalische Zeit viel denken, dass es nicht zu viel ist, nicht zu wenig, nicht zu laut, nicht zu leise. Und also das Schwierigste ist die Proportionen, und das war für mich das schwierigste Ding, als ich das Stück angefangen zu studieren. Und die Phrasierung war auch eine ganz wichtige Sache, und ich habe mit der Komponistin ganz viel über die Phrasierung besprochen. Ich kann das zeigen, zum Beispiel, ich hoffe, das Mikro nicht räuscht, zum Beispiel, was ist die Phrasierung zum Beispiel? Das ist diese Sache, dass ich meinte, das als Singen, als man singt. Natürlich gibt es auch, das ist zum Beispiel... Das ist diese gezackte Linie zum Beispiel. Genau, das ist, da gibt es auch diese akzentuierte Sachen mit dem Slash quasi. Gibt es auch dynamische Wellen, zum Beispiel... Das ist Zeichen Nummer 4, linke Hand. Also Akzent. Das musst du uns nochmal zeigen. Also Zeichen 4, was meinst du? Das war jetzt gerade. Ich meine linke Hand. Also das zweite System von oben? Von hinten, hinten. Das mittlere System. Ja, zweites System von oben, wo diese dynamische Gabeln sind. Ja? Dieses Crescendo und Decrescendo, genau. Dieses Laut und leise werden, ja. Genau.
Und wie gesagt, das Wichtigste bei diesem Stück, diese Balance zu haben zwischen verschiedenen Aktionen, nicht Aktionen, sondern verschiedenen Techniken vom Spiel. Und genau. Wie hat die Komponistin mit dir gearbeitet? Weil es gibt für diese Partitur gibt es keine Spielanweisung. Also wenn wir uns durchblättern, es sieht wirklich die ganze Seite sieht so aus. Das ist also bis Minute 10. Sie sehen es ganz unten, Minute 10. Und auf der nächsten Seite sind dann noch die Minuten 11 bis 14. Es gibt aber keine Spielvorschrift, wo also steht, diese gezackten Linien bedeuten dies und das. Das entstand wirklich aus dem Dialog zwischen euch beiden? Genau, wie gesagt, ich habe am Anfang das ganze Stück gespielt und die Komponistin hat mir nicht aufgehört, aber dann meinte sie, alles war falsch. Und ich meinte, es gibt keine Noten, was soll ich dann spielen? Sie meinte, spiel, was du willst, aber es muss richtig sein. Dann haben wir Schritt bei Schritt zusammengearbeitet, sozusagen von Null. Was ist eine Phrase, was ein Akzent ist, wie kann man diese zwei Parameter zusammenbinden, zusammenzufassen. Wir haben viel mit Dynamik gearbeitet und dann habe ich allein zu Hause quasi jede Minute vielmals gespielt, dann aufgenommen und dann also reingehört und ich versuchte meine, nicht Fehler, sondern ich versuchte jedes Mal etwas zu verbessern. Also das war ein Prozess. Das ist wie zum Beispiel bei klassischer Musik, also ganz notierte Musik. Du übst am Anfang nur Textur sozusagen, gibst verschiedene Fehler und dann spielst du das 20 Mal und dann geht es besser. Das Gleiche war mit diesem Stück. Ganz am Anfang war ganz schwierig, aber dann lief alles gut, weil dieser Prozess muss sozusagen aufgeführt werden. Ja, also faszinierend, terra incognita. Also wenn man wirklich aus der Klangwelt eines Frédéric Chopin oder eines Valentin Silvestrov meinetwegen kommt und dann plötzlich diese Notierung hat, was es mit einem Interpreten auch macht, sich völlig umzustellen, sich völlig loszulösen. Vielleicht auch umso schwieriger, wenn der Anschein des ersten Anblicks dieses Partiturbildes vielleicht noch den Eindruck erweckt, ach ja, wir sind hier auf halb vertrautem Gelände. Nein, es ist dann doch eine völlig neue Welt und umso schöner, dass Alla Sagajkevitsch das bei dir auch dich herausgefordert hat dazu und das aus dir herausgekitzelt hat und wirklich dich von Anfang an sozusagen auf eine andere Stufe dann gebracht hat. Ich muss ja gestehen, wenn man sich ein bisschen mit dieser Notierungskunst, könnte man es ja fast nennen, auseinandersetzt, dass das vielleicht dann doch Verständnis erweckt, was du sagst, dass man sich relativ schnell dann vielleicht auch so einfinden kann, wenn wir andere Partiturbilder dieser Zeit oder der, wie man das nennt, der grafischen Notation anschaut, da ist ja Alla Sagajkevitsch jetzt nicht die erste. Giorgi Ligeti in den 60er Jahren hat ein Orgelstück geschrieben, ganz oben sehen Sie die rechte Hand, in der Mitte die linke Hand, unten das Pedal. Da ist also nun viel weniger sozusagen vom herkömmlichen Partiturbild eingefangen, was es vielleicht auch leichter macht für den Interpreten, weil hier sozusagen schon gleich angekündigt ist, Neuland. Und es ist dann der Fantasie der Komponisten keine Grenzen gesetzt, nicht wahr? Sie sehen das sowohl im linken Bild als auch im vielleicht krassesten und vielleicht auch mal zweimal höheren tauglichen Werk von Kathy Barbarian, die Stripsodie, mit der sie sich nun ganz bewusst und natürlich auch augenzwinkernd mit einem italienischen Comic-Autor zusammengetan hat, der nun verantwortlich war, Roberto Zamarin, für diese Zeichnungen. Und dieses Stück wird heute immer noch aufgeführt. Es ist im Repertoire der großen Stimmkünstler unserer Zeit und die führen dieses Stück selbstverständlich nach dieser Partitur auf. Also dahingegen wirkt dann das, was hier bei Vitali auf dem Notenständer stand, vielleicht dann gar nicht mehr so absurd und weltabgehoben. Trotzdem faszinierend natürlich, Vitali, was du sagtest.
Du hast es schon gesprochen, wie man sozusagen Anschluss finden kann oder sich einarbeiten kann, reinfuchsen kann in diese Notierung. Ich möchte jetzt aber, wo wir jetzt viel Zagajkewitsch gehört haben, noch eine ganz andere kleine Fährte hier einschlagen für unser Publikum, die nämlich damit zusammenhängt, dass du auch Jazzpianist bist und dass dir diese Musik vielleicht in besonderer Weise auch mehr im Laufe der Jahre mehr und mehr zugänglicher geworden ist, weil für Jazz-Interpreten ist das Improvisieren und das sehr genaue, spontane Interagieren mit seinen Partnern ja auch was sehr Wesentliches. Du bist seit einigen Jahren Kopfprotagonist eines eigenen Trios. Magst du uns, bevor wir einen kleinen Ausschnitt hören, sagen, seit wann du Jazz machst? Ob das schon in zu deinen ukrainischen Wurzeln gehörte und was es gerade auch mit Blick auf dieses Stück mit dir macht? Ja, ich glaube, Jazz und zeitgenössische Musik sind sehr eng verbunden, weil Jazz ist überhaupt ist quasi nicht notierte Musik, sondern improvisierte Musik, aber in zeitgenössischer Musik zurzeit gibt es viele, viele Sachen, die improvisiert werden sollen und die Interpreter sollen auch quasi mitkomponieren, ich weiß nicht, ob das richtige Wort, also quasi auch ein Teil des Kompositionsprozesses sein. Ich habe Jazz angefangen zu spielen schon in der Ukraine damals, aber da gab es große Pause bei mir, weil ich hatte keine Möglichkeit, das wirklich professionell in der Ukraine zu machen. 2017 bin ich nach Deutschland umgezogen, um neue Musik zu spielen, experimentelle Musik zu spielen. Und nach 2 Jahren hatte ich das Gefühl, dass ich muss was parallel anders machen. Und dann kam Jazz und ich mache jetzt beide diese auf einen Blick sehr verschiedene Richtungen zusammen. Aber wenn man dann ein bisschen weiter guckt, dann man sieht, dass Jazz und zeitgenössische Musik sind sehr, wie gesagt, sehr verbunden. Und ich habe meine eigene Jazz-Trio gegründet letztes Jahr. Wir haben eine neue Platte aufgenommen. Das wollte eigentlich Raphael euch zeigen. Das war auch eine große Überraschung für mich, dass Raphael hat meine Musik irgendwo gefunden. Und das ist eine tolle neue CD von meinem Jazzband, wurde dieses Jahr released, Last Day of Spring. Genau, also ihr könnt gerne, da liegen ein paar CDs am da kann man, ich hab leider nicht so viele mitgebracht, aber man kann gerne das entweder online finden oder einfach online bestellen und diese Musik zu finden. Genau, also der Name von meinem Trio steht auch da. Ja, ich mag parallel diese zwei Sachen, wie gesagt, Jazz und zeitgenössische Musik und ich finde das toll. Und man hört, wenn ich Jazz spiele, dass ich aus neuen Musikbereich komme und man hört, wenn ich neue Musik spiele, dass ich das ist im Jazzbereich auch arbeite. Das ist das Ding. Und da hören wir jetzt einen ganz kleinen Ausschnitt aus dieser neuen CD, bevor wir dann tatsächlich wieder zurückkommen auf das Stück. Und ich glaube, sagen zu können, dass das, was du hier gerade angesprochen hast, wirklich hörbar ist. Dass hier eine Brücke geschlagen wird zwischen dieser Improvisationskunst, die ja nichts von reiner Improvisation hat, wie wir gesehen haben, sondern streng notiert ist, in der man viel falsch machen kann, und dem, was wir hier im Jazz bei dir hören. Thank you.
Ja. Genau, das war das eigentlich. Das Stück heißt Last Day of Spring. Das ist genau der Titel von der Platte. Ich habe dieses Stück am 31. Mai geschrieben. Das war offiziell der letzte Tag vom Frühling. Und deswegen habe ich das Stück so genannt. Ja, also das ist genau das Titel vom Album. Genau. Und du hast es in diesem Jahr geschrieben. Habe ich das richtig verstanden? Oder im letzten Jahr? 2021. Ja. Also letzte Frühling. Ja. Und aufgenommen habt ihr es jetzt? Haben das Album auch letztes Jahr aufgenommen, aber die CD wurde im Frühling 2022 released. Ja. Also wir haben jetzt hier gehört, Vitali am Klavier begleitet oder in Kombination eben mit dem Schlagzeug und Bass. Schlagzeug und Bass. Und wenn wir jetzt gleich wieder einen Ausschnitt aus Alla Sagajkevichs Klavierstück hören, dann ist es verblüffend, finde ich. Es gibt, wie auch hier im Jazz, immer wieder Momente, wo wirklich ein Interagieren zwischen den beiden Ebenen, zwischen deinem Klavierpart und dem elektronischen Part, wie sie es nennt, da ist. Also du hörst ganz bewusst immer wieder auf die vorgegebene Ebene, die dir die Komponistin vorgibt, so wie man im Jazz eben auf ein festes Bassmodell zum Beispiel hört und weiß, das ist mein Fixpunkt. Du hast also immer ein Ohr sozusagen, in dem Falle auswendig, nicht mit dem Blick in der Partitur, immer ein Ohr auf diesem Zuspielband. Ja, genau. Also es ist zum Beispiel, wenn wir ein Jazz-Trio spielen, wir sind drei Leute und theoretisch jeder hat seine Funktion, Bass ist tiefe Töne, Schlagzeug muss Rhythmus halten und Klavier soll solieren, aber am Ende muss man ganz genau einander hören und zuhören, sonst klingt das Trio nicht als Trio, sondern als drei Menschen, die einfach zusammen gleichzeitig spielen. Und das ist die gleiche mit diesem Stück. Ja? Wenn man nicht das Zuspiel zuhört und einfach spielt etwas laut, schnell und virtuos, das kann auch nicht funktionieren. Deswegen ist es ein Duo und man muss sehr genau das Zuspiel kennen, was wann passiert, wo ist Höhepunkte, wo ist Akzenten, wo sind leise Stellen und wo muss man Platz für Zuspiel geben, wo muss man solieren. Es ist, wie gesagt, ein Duo für mich. Und eine besondere Stelle dieses Klavierstücks ist Ihnen vielleicht auch aufgefallen, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie sonst eigens darauf hinweisen. Eine Stelle, die jeden Lügen strafen würde, der sagen würde, ja, der Vitali, der kann ja hier einfach 15 Minuten lang spielen, was er will, und nach 15 Minuten muss er halt auf die Uhr gucken und dann ist Schluss. Nein, es gibt in Minute 3 eine Pause im elektrischen Zuspielband. Ich habe es hier rot markiert. Und wehe, der Pianist missachtet diese. Also wir müssen das jetzt hier nicht eigens anspielen, aber das ist natürlich ein besonderer Moment, der auch natürlich was aufblitzen lässt von der Kunstfertigkeit dieses elektronischen Parts oder zumindest dem Anspruch der Komponistin, dass dieser Part natürlich ein ausgearbeiteter Part ist, dass es hier nicht sozusagen zufällig und unwillkürlich zugeht, sondern dass hier ganz bewusste dramaturgische Momente passieren wie in jeder Haydn-Sinfonie oder in jedem Nocturne von Frédéric Chopin. Also wenn Sie nachher bei Minute 3 die Ohren spitzen, dann natürlich nicht nur auf die Pause, weil da tut sich nichts im elektronischen Part, aber Sie sehen es vielleicht auch angedeutet bei dieser Zartheit in den beiden Oberstimmen, also in der Klavierstimme, was da plötzlich wirklich für ein Idyll sich auftut. Also es ist fast wie in so manchen romantischen Sinfonien eine Szene auf dem Lande. Es ist plötzlich Stille. Man meint in der Stille noch, obwohl es wirklich Stille ist, noch die Natur zu hören, also die Stille zu hören. Und es entfaltet sich dann wirklich ganz hell und licht und zart im Klavier, so wie es Vitali eben dann interpretiert, diese Visualisierungen hier von Zartheit, entfaltet sich hier wirklich eine kleine Idylle inmitten dieses doch sehr bewegten Klavierstücks, über dessen Deutung wir natürlich am Ende dann auch gleich noch sprechen werden. Das ist also die eine Stelle, meine Damen und Herren, auf die ich Sie gerne aufmerksam machen möchte. Eine zweite Stelle,
die habe ich hier mal mit Höhepunkt bezeichnet. Die ist Ihnen sicher nicht ebenfalls nicht entgangen oder wird Ihnen nachher nicht entgehen. Kurz vor Minute 8. Da sehen Sie natürlich auch hier wieder, und das ist natürlich das Schöne an diesem Schriftbild dieser Musik, vielleicht anders als bei Komponisten in der Klassik und Romantik. In der Romantik vielleicht eher, aber bei klassischen Komponisten sieht man nicht unbedingt, wo es sozusagen ein emotionaler Höhepunkt oder auch ein dramaturgischer Höhepunkt ist. Hier sieht man es natürlich an der Dichte der visualisierten Bewegung, dass hier ein Höhepunkt erreicht ist. Und wir wollen hier an dieser Stelle dieses kleine Zweimal-Hören im Zweimal-Hören machen. Ich habe Ihnen mitgebracht diese Stelle in einer Aufnahme von Vitali von 2012, die tatsächlich anders klingt und gar nicht anders als anders klingen kann, wenn wir mit berücksichtigen, was du in den letzten 10 Jahren eben einfach alles an Erfahrungen in der zeitgenössischen Musik im Jazz gemacht hast. Wir hören uns also an diese Stelle, setzen ein bei Minute 7:45, also so etwa kurz vor diesem roten Kringel, und hören dann noch weiter bis Minute 8:20. Das ist dann im unteren System. Magst du was sagen, Vitali? Kannst du dich noch erinnern an diese Interpretation? Ja, genau, da gab es einen Fehler, ich glaube, Minute 7:49, linke Hand war ein bisschen zu laut. Nein, Spaß beiseite. ich war 21 Jahre alt, ich hatte nicht so viel Erfahrung mit, ich bin jetzt 31 Jahre alt, damals war ich 21 Jahre alt und damals hatte ich nicht so viel Erfahrung, glaube insgesamt musikalische Erfahrung, besonders die Erfahrung von zeitgenössischer Musik. Und manche Sachen klingen zu extrem, sozusagen entweder sehr laut und schnell oder leise und romantisch sozusagen. Dass man hört zum Beispiel bei diesem Beispiel, dass am Anfang spiele ich ganz höher und laut irgendwo und dann plötzlich leiser. Und jetzt habe ich natürlich nach 10 Jahren ein bisschen mehr Erfahrung und ich finde, besonders in Musik, dass es muss eine Balance sein. Eine Balance innerhalb des Klavierparts, aber auch mit Blick auf den elektronischen Part. Genau. Ich war zum Beispiel vor ein paar Tagen bei einem Konzert von, das war Cello Concerto von Edward Elgar. Also ich mag diese Musik, sehr tolle Musik, aber irgendwie der Dirigent hat zu viele Pausen gemacht, zu viele Kontrasten zwischen, also Fermatas waren zu lang und für mich das Stück klang fast gar nichts. Deswegen, ich finde, dass die Balance ist sehr wichtig, sogar wenn das improvisierte Musik ist. Mhm. Genau. Du bist jetzt so gut und spielst für uns diese Stelle. Sag uns, was wirst du, 37 oder wo beginnen wir, dass wir uns in etwa orientieren können, falls wir mitlesen wollen? Genau, also ich glaube, ich starte Minute 7:41 gut bis Minute 8:22,5. So machen wir es.
Danke. Also wie ihr gemerkt habt, ich habe ein bisschen die dynamische, quasi der Unterschied war weniger als bei der Aufnahme und war quasi sehr Natur ist das richtige Wort, dass man quasi von nichts zum Höhepunkt geht und dann wieder zurück. Das fand ich von Balance-Sache war besser als bei 10 Jahre vor, das ist klar, ja. Ja. Zum Glück habe ich keine Aufnahme, als ich 11 Jahre alt war. Wahrscheinlich das wäre noch schlimm geworden. Meine Damen und Herren, wir machen mit Blick auf die Uhr jetzt einen Sprung. Und wenn ich jetzt hier ein bisschen flüchtig über die Folien, die ich hier vorbereitet habe, gehe, dann sehen Sie hier ganz kurz Bach. Bach, auf den sich Alazar Gelkewitsch durchaus bewusst bezieht, mit Blick auf dieses Stück, über den wir jetzt hier aber nicht sprechen wollen. Aber sie spricht über das Konzert, wie wir es kennen seit der Barockzeit, in dem es ja auch eine Masse gibt, ein Ensemble und einen Solisten, der diesem Ensemble gegenübergestellt wird. Und es ist ein schöner Grundzug dieser Komponistin, auch wenn wir jetzt nicht darauf eingehen können, dass sie auch diese Tradition, also nicht die Tradition der grafischen Notation, die Tradition der elektronischen Musik hier reflektiert, weil sie solche Musik schreibt, sondern auch sagt, der Solist interagiert mit dem elektronischen Zuspielband, wie im barocken Konzert der Solist mit der Tutti-Gruppe. Wie es da also auch immer wieder ein sich einordnen und ein Unterordnen gibt, ein solistisches Hervortreten, ein Interagieren, ein Kommunizieren, ein Konzertieren, so soll das hier auch in diesem Klavierstück verstanden sein. Und wenn Sie im Lauf, jetzt beim zweiten Mal hören, gleich im Lauf des Stücks immer wieder hören, wie der Solist mal wieder untertaucht und das Zuspielband an Gewicht gewinnt, dann hat es natürlich was von diesem alten Gedanken Solo und Orchester. Ja? Also es ist ein Individuum und eine Außenwelt, ein Ensemble. Und da sind wir vielleicht da auch bei diesem Ende, das ich Ihnen hier auch nochmal markiert habe, das wir jetzt auch gar nicht eigens nochmal zum Klingen bringen müssen, das uns zeigt, wie wir dieses Stück vielleicht auch verstehen können. Sie sehen auch hier wieder schwarze Notation. Es ist hier nochmal ein emotionaler Ausbruch. Ich sehe da drei Fs, also Forte, Fortissimo. Sie haben es ja gehört, ein unglaublicher Ausdruck an Klang und Kraft. Mit Blick jetzt, Vitali, sozusagen auf das, was wir so ein bisschen andeuten konnten, dieses Interagieren mit dem, was da vorgefunden ist, mit dem, wie du dich, wie du zuhörst, wie du dich auch selbst behauptest, to keep silence, Ruhe bewahren. Der Komponistin war es sehr wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, und ich gebe das Ihnen gerne weiter, was sie mir auch nochmal geschrieben hatte. Es ist wichtig für Sie in diesem Stück zu sehen, hier ist ein selbstbewusster Akteur, der sich zwar positioniert gegenüber einer auch immer mal wieder bedrohlichen Außenwelt, die laut und harsch sein kann, aber eben nicht flieht davor. Das Stück ist Teil eines Zyklus. Das erste Stück dieses Zyklus, das ist für Geige und Zuspielband, heißt To Escape, also Flucht, also fliehen. Hier dann im dritten Stück, im zweiten Stück heißt es Atem holen, hier im dritten Stück heißt es Ruhe bewahren, also sich arrangieren mit dem Ganzen. Eine innere Kraft zu haben, um gewappnet zu sein für das, was da von außen eindringt. Ist das jetzt zu viel Subjektivität, die ich da reinlege in dieses Stück? Oder wie siehst du das, Vitali? Deine Rolle als Interpret jetzt, wenn wir es ein bisschen deuten wollen, vielleicht auch im Hinblick auf diesen Titel des Stücks. Eigentlich der Titel ist ganz interessant. Zum Beispiel, es gibt die Stücke, die einen Titel haben, und wenn man das Stück hört, du hast sofort die Emotionen sind sehr mit dem Titel zu tun, sozusagen, ja. Und hier, To Keep Silence, ich glaube, To Keep Silence, das ist ein wichtiges Wort für die Interpreter, die dieses Stück spielen, dass man sieht, es muss alles, zum Beispiel das Ende, es muss alles so laut, aggressiv, virtuos sein, aber trotzdem muss man diese Ruhe bei quasi in Zeit.
Bitte. Also quasi muss man diese Ruhe haben, ja. Und wenn ich das Stück spiele, ich soll auf keinen Fall quasi sich ich meine, es aus muss, der Ruhe bringen lassen. Genau, und es muss nicht zu aggressiv sein, es muss nicht zu anstrengend fürs Publikum sein, es muss nicht zu, ich finde zu aggressiv, ja. Das, und To Keep Silence, ist, ich glaube, es ist auch ganz philosophischer Titel, dass wir müssen trotzdem inside us, ich weiß nicht. In uns quasi trotzdem ruhig sein, wenn sogar etwas sehr Intensives oder etwas Aggressives passiert. Das ist meine Meinung nach. Lieber Vitali, das wünschen wir dir von Herzen, nicht nur jetzt bezogen auf das Stück, sondern natürlich auch für dich und deine Familie. Danke, dass du uns dieses Stück mitgebracht hast, dass wir es kennenlernen durften und noch einmal kennenlernen dürfen. Vielen Dank schon mal.
Thank you.
Thank you.
Vielen Dank. Ich glaube, ich darf noch kleine Zugabe spielen, oder? Ein bisschen was anderes, ganz ruhiges, ja. Und ich wollte nochmal bedanken für die Einladung für Körber Stiftung, dass ich hier heute bin, war und für sehr warmes Publikum. Vielen Dank euch und ich spiele ein kleines Stück von mir, ja. Bleib ruhig hier, kurz. Ja, lieber Vitali, vielen Dank. Es ist ein Glück, dass du hier warst, dass du hier bist. Ich habe viel gelernt von dir, viel erfahren, viel erlebt. Ich hoffe natürlich, dass es Ihnen ähnlich geht wie mir. Fühlen Sie sich noch eingeladen, bei uns zu sein? Kommen Sie mit uns ins Gespräch. Wir beide sind auch noch da bei einem Glas Wein oder Wasser. Und verpassen Sie nicht den nächsten zweimal Hörentermin, meine Damen und Herren. Am 7. Februar wird die große, wunderbare Sängerin und Stimmkünstlerin Sarah Maria Sann bei uns zu Gast sein. Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Einen guten Abend wünsche ich Ihnen und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihr Kommen. Vielen Dank.